In meinem Haushalt muss ich mich immer um die Chemie kümmern, weil die Reiniger, was wir im Haushalt haben, zum Teil auch sehr hochätzend ist. Und ich bin ja aus der Industrie und ich hatte auch einen Lehrgang darüber. Aber halt, stopp! Damit ist jetzt Schluss, weil jetzt kann jeder mit dem neuen Haushaltsreiniger PsychoClean gefahrlos zu Hause hygienisch sauber machen. Mit PsychoClean braucht man nicht mehr jeden Tag saugen und eigentlich einmal die Woche wischen, weil das macht jetzt alles PsychoClean. So, und wie man hier sieht, es ist auch Obst in der Packung. So, und jetzt wollen wir mal schauen, was eine treulose Tomate, die immer nicht guckt, zu den neuen Haushaltsreiniger PsychoClean sagt. Ich hoffe, sie findet ihn gut, weil sonst kriegst du das Letzte vom Ersten zu hören und so weiter. Ja, ich stehe jetzt hier neben diese hochnäsige Zicke und ja, wie findest du denn den neuen Reiniger PsychoClean? Ja, also Andreas, ich muss dir leider sagen, dein Reiniger, das ist totaler Schrott. Damit wird überhaupt nicht sauber, im Gegenteil, hinterher sieht alles aus wie ein Dreckstall. Doch, jetzt muss ich dich unterbrechen. Der Reiniger, hast du mal die Größe gesehen? Hast du mal die Menge an Waschpulver gesehen hier alles? Also ich für meinen Teil... Halt, stopp! Nein, jetzt dreh dich! Der Reiniger ist gut! Also ich für meinen Teil werde auf jeden Fall bei bewährten Reinigern bleiben. Da weiß man, was man hat und... Nein, jetzt halt deine Schnauze! Du oberste Zicke! Ich wollte damit auch nur sagen, dass ich bei bewährten Reinigern bleiben werde. Stopp! Kriegst du gleich halt doch die Schnauze!